herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Auf WhatsApp erreichte uns folgende Resonanz. Hallo ihr Lieben, eure Sendung Hoffnung um 12 ist so ermutigend. Ihr habt schon öfter für Ehen in eurer Sendung gebetet, deshalb fasse ich heute Mut. Herzlichen Dank. Und da möchten wir auch gleich dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du auch jede Ehe kennst, wo jetzt eine neue Erfrischung braucht. Dass du jede Ehe kennst, wo Distanz herrscht, wo vielleicht Sprachlosigkeit herrscht, wo vielleicht ja, Zorn oder was auch immer gerade ist. Danke, Jesus, dass du da eingreifst, dass du etwas Gutes für jede Ehe hast. Und wir danken dir, dass wir jede Ehe segnen dürfen, dass du sie wiederherstellst, da wo Schwierigkeiten sind, da wo irgendetwas nicht in Ordnung ist. Danke, Jesus, dass du auch Vergebung schenkst, gegenseitig. Und wir danken dir einfach, dass du der Herr bist, der auch jede Ehe sieht und weiß und auch kennt. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass du etwas Neues schenkst, dass du neue Dimensionen in diese Ehen hineingibst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Das Thema heute ist, du nimmst die Temperatur deiner Umgebung an. Ja, und lass uns einfach dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder per Telefon bis 13 Uhr. Du nimmst die Temperatur deiner Umgebung an. Du fragst dich, was ich damit meine. Stell dir vor, es ist Sommer, es hat 30 Grad. Wenn du einen Eiswürfel holst, ihn auf den Tisch legst, wird das Wasser mit der Zeit 30 Grad warm werden, der Eiswürfel wird schmilzen. Das Umgekehrte passiert auch, wenn du heißes Wasser oder kochendes Wasser holst, das lässt du eine Weile stehen, es wird auch die 30 Grad annehmen. Und so ist es auch mit uns Menschen. Ein berühmter Mann hat mal gesagt, zeige mir die 5 Menschen, mit denen du am meisten Umgang hast und ich zeige dir, wer du bist. Und das ist wirklich eine weise Aussage und ich habe das auch schon mehrmals ausprobiert bei so Menschengruppen und da nehmen wir die Temperatur der anderen an oder der Schnitt von den anderen. Aber das sollen wir ja eigentlich nicht sein. Wir brauchen ja eigentlich jemand, der uns weiternimmt, wo unser Vorbild ist, was ich erreichen möchte. Und so viele Menschen sind heute da, der macht das so, jener macht das so. Wenn es 5 Leute so machen, warum soll ich es auch nicht so machen? Und meine Freunde machen es so, warum soll ich es nicht auch so machen? Und ich möchte dich heute anspornen, such dir jemand, der wirklich, den du als Freund hast, aber der dich auch weiterbringen kann. Einer davon ist der Herr Jesus von der Bibel, wo wir in der Bibel lesen können. Aber es gibt auch Menschen, die dich weiterbringen. Such dir jemand, weil sonst bleibst du immer auf dem gleichen Niveau und das wird richtig langweilig. Herr, ich danke dir dafür, für jeden, der jetzt zuschaut. Ich danke dir, Herr, für jeden, der jetzt angeregt ist. Oh ja, ich sollte eigentlich wieder weiterkommen. Ich sollte aus dem Trott raus. Ich sollte wirklich ein Vorbild haben, dass es sich lohnt, nachzustreben und nachzueifern. Schicke mir jemand. Hilf, dass ich jemand finde, Herr, jeder, der so jetzt betet, Herr, ich danke dir dafür, dass du der Herr bist, der jedem den richtigen Menschen zur Seite stellst und auch du ihm zur Seite stehst, der ihn weiterbringt, Herr, auch in deine Liebe hinein. Ich danke dir. Amen. Amen. Und auch heute wollen wir wieder für Anliegen beten, die Menschen uns geschickt haben. Eine Mutter schreibt für ihre Tochter. Meine jüngste Tochter hat vor 5 Jahren ihr erstes Baby im 3. Monat verloren und ist seitdem nicht wieder schwanger geworden. Sie vertraut auf Gott, dass er ihr und ihrem Mann Kinder schenkt, die sie sich so sehr wünschen. Bitte betet für Fruchtbarkeit und gesunde Kinder. Und Jesus, ich danke dir, dass wir dir jetzt auch dieses Ehepaar bringen dürfen. Und ich danke dir, dass du es einfach geschehen lässt und dass du ihnen gesunde Kinder schenkst.
Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Enttäuschung aus ihren Herzen herausnimmst, wo dieses Kind im dritten Monat sie verloren haben. Ich danke dir, dass du diesen Schmerz auch heilst und diese Enttäuschung wegnimmst. Und ich danke dir, dass sie ganz frei sind davon. Ja. Und danke, dass du ihnen ganz nahe bist und dass du es geschehen lässt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau hat folgendes Gebetsanliegen. Liebe Geschwister, bitte betet für mich. Ich habe MS und liege im Bett und sitze im Rollstuhl. Jetzt hat sich ein Dekubitus gebildet. Bitte betet dafür, dass es schnell heilt. Danke. Jesus, und ich danke dir, dass nicht nur der Dekubitus heilt, sondern dass du auch diese MS-Krankheit ans Kreuz genommen hast. Und ich danke dir, dass wir auch diese Krankheit entmachten dürfen durch dein Blut. Und ich danke dir, Jesus, dass du sie berührst, dass du sie heilst und dass du diesen Körper wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass auch diese Wunde ganz schnell zuheilt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns doch dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet, wie immer. Und eine Frau schreibt uns, liebe Isolde, lieber Daniel, ich möchte mich bedanken auf diese Weise für eure Gebete und ich bin so froh, dass es euch gibt, denn ich hoffe immer noch, dass durch Gebete meine schlimmen, jahrelangen Depressionen weggehen, die ich ohne Tabletten nicht ertragen kann. Ich schaue derzeit auch immer Hoffnung um 12. Ja, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, Herr, dass du auch ein Herr bist von Depressionen, der sie besiegt hat. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt auch, Herr, in dieser Situation, Herr, dieser Person hilfst. Ganz wunderbar, Herr, stelle ihr Menschen zur Seite, die auch ihr helfen, rauszukommen aus dieser Lage, dass sie wieder auch in eine Freude hineinkommt. Und Herr, lass sie sehen, Herr, wie groß deine Hilfe ist und was Gebet zu tun vermag. Ich danke dir dafür. Herr, schenk ihr eine ganz neue Perspektive, Herr, heraus aus all diesen Depressionen. Danke, Herr. Amen. Amen. Auf WhatsApp erreicht uns folgendes Gebetsanliegen. Ihr Lieben, bitte betet für meine Glaubensschwester. Sie hat die Hand gebrochen und große Schmerzen. Dabei hat sie kürzlich eine schwere Hüftoperation hinter sich und müsste auf Reha. Das ist nun nicht möglich. Bitte betet um Heilung für ihre Hand und ihre Hüfte. Ich danke euch herzlich. Danke, Herr. Du kennst jetzt, Herr, die Hand und die Hüfte. Du kennst jetzt aber auch die ganzen Umstände. Herr, ich danke dir, du kennst auch die Enttäuschung und vielleicht auch die Furcht in dieser Person. Ich danke dir, Herr, dass du mit deiner ganzen Liebe und mit deinem Frieden hineinkommst. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass die Heilung schnell vonstatten geht und dass Hand und Hüfte, Herr, wieder richtig funktionieren, ohne irgendwelche zurückbleibenden Schäden. Ich danke dir, Herr, dass die Genesung schnell vorangeht. Danke, Herr. Amen. Amen. Und wir erleben viele Zeugnisse von Menschen, die Gott erlebt haben, wo Gott wirklich eingreift und wo wir das sehen und hören und schauen dürfen. Eine Person, die schreibt uns, ich bin von Anerkennungssucht und Kaufsucht geheilt worden. Die Kaufsucht hat mich seit meinem 16. Lebensjahr begleitet und jetzt bin ich 43 Jahre alt. Was für eine Wendung in einem Leben und was für eine Erleichterung. Und eine Frau schreibt uns zum Thema Finanzen. Danke, dass Gott an allen meinen Gebetsanliegen arbeitet. Er hat trotz der vielen Pleiten das Geld wieder ausreichen lassen. Ja, Gott ist wirklich ein Gott, der uns versorgt. Und noch ein Zeugnis von Versorgung. Danke an alle Gebetsgruppen, die für uns alle beten. Ich habe meine lang ersehnte Rente mit Gottes Hilfe bekommen. Gott ist unser Versorger in jeder Beziehung. Gib nicht auf, wenn es vielleicht auch einmal etwas länger dauert. Aber halte daran fest, dass Gott dein Versorger ist und dass Gott dir hilft. Wir haben so viele Gebetserhörungsberichte. Wir haben dir auf unserer Webseite unter Gebetserhörung
Schau mal rein, es wird dich ermutigen. Und wenn du was erlebt hast, lass es uns wissen über WhatsApp, die Nummer ist eingeblendet, oder schick uns über WhatsApp auch ein Video. Es interessiert uns und wir geben es auch gerne weiter. Der Tipp des Tages heute: Überlege dir wirklich von deinen 5 wichtigsten Personen, die du hast, die du auch sehr lieb hast, aber überlege dir wirklich und bete darum, dir einen Freund oder Freundin, die in diesen Kreis mit hineinkommt, deiner besten Leute, die wirklich dir auch einen Input geben kann, die dich weiterbringen kann, die dir helfen kann, dich weiterzuentwickeln, dass das Leben so richtig wieder Freude macht. Komm richtig aus deinem, wie soll ich sagen, Durchschnittsleben heraus und bete vielleicht jetzt gerade, wenn wir die Sendung beenden: Herr, zeige du mir einen Menschen, der mir weiterhilft. Du kannst uns gerne weiter deine Anliegen senden. Wir beten gerne für dich. Unser Telefonteam ist noch bis 13 Uhr für dich da. Ja, auch heute nochmal die Ansage, dass wir Oasenzeit zu Hause machen. Das ist eine Sendung, die Freitag, Samstag und Sonntag um 18 Uhr über YouTube läuft. Wir werden von den Oasentagen berichten, die wir in Israel in der Wüste haben, und werden da ganz interessante Sachen zeigen. Und schalte einfach ein, es ist wirklich eine schöne Sache, die du zu Hause erleben kannst. Ich möchte dir auch unser Magazin empfehlen, das du kostenlos haben kannst. Ich zeige dir kurz einen Film darüber. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Ja, bestelle einfach. Bei uns unverbindlich und auch kostenlos. Wir werden dir es gerne zusenden. Und wir verabschieden uns nun heute von dir und wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Ich möchte noch sagen, am Sonntag haben wir Livestream um 10 Uhr. Schalte ein. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.